Heute werfen wir einen kurzen Blick auf die Neuausgaben der Deutschen Post für November 2023. Quelle der Abbildungen ist das Bundesministerium der Finanzen. Herausgegeben wurden die nachfolgend gezeigten Marken alle am 2. November 2023. Sonderpostwahrzeichenserie Historische Bauwerke in Deutschland, das Brandenburger Tor. Das Motiv des Sonderpostwahrzeichens Brandenburger Tor wurde mit Hilfe einer auf die Erstellung von Bildern, Zeichnungen und Grafiken spezialisierten künstlichen Intelligenz, sprich KI, entworfen. Dazu werden in den entsprechenden Programmen zunächst bestimmte Befehle sowie nähere Beschreibungen, sogenannte Prompts, dessen eingegeben, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Sodann fertigt die Software mehrere Versionen an, aus denen die Nutzerin oder der Nutzer bzw. die Grafikerin oder der Grafiker auswählen und das Dargestellte weiter bearbeiten oder neue Varianten davon erzeugen lassen kann. Die Marken dieser neuen Serie erscheinen als traditionelle physische Ausgaben und zum Teil auch als Kryptobriefmarken. Eine Kryptobriefmarke ist eine Kombination aus einer konventionellen Briefmarke und ihrem eindeutigen Gegenstück auf einem Blockchain. Ein sogenanntes NFT, englisch Non-Fungible Token, für nicht austauschbare Wertmarke, macht sie zu einem einmaligen digitalen Kunstwerk, das ausschließlich der jeweiligen Käuferin oder dem jeweiligen Käufer gehört. Gestaltung des Postwertzeichens Pro Konzept aus Köln. Ziffern, Nominal, Konstantin Vonavi, Shutterstock.com, Text, Deutsche Philatelie-Service, Wermsdorf. Sonderpostwertzeichen, Eichhörnchen im Schnee. Na, erkennt ihr die Briefmarke wieder? Sie ist der Gewinner der Abstimmung der Post zur Weihnachtsbriefmarke 2023. Dazu hatte ich ein Video gemacht. Leider hat mein Favorit nicht gewonnen. Friedlich ruht der Wald unter einer schweren Schneedecke. Plötzlich huscht ein rotbraunes Tier mit langem, buschigem Schwanz aus dem Gebüsch. Zielstrebig steuert es einen Baum an, um ihn flink in Spiralen zu erklimmen und in einem hochgelegenen Nest zu verschwinden. Etwas später schauen schwarze Knopfaugen und gepinselte Ohren heraus und sondieren die Lage. Schon stürmt der tollkühne Kletterkünstler den Stamm hinab und begibt sich mit feiner Nase erneut auf Nahrungssuche. Kaum lässt sich der Blick von diesem possierlichen wie faszinierenden Wesen abwenden, kein Wunder also, dass das Eichhörnchen die neueste Weihnachtsbriefmarke ziert und so mit der Weihnachtspost bis in unsere Briefkästen hüpfen darf. Entwurf des Postwertzeichens und Ersttagstempels Bettina Walter aus Bonn. Text stammt vom Deutschen Philatelie-Service Wermsdorf. Sonderpostwertzeichen 100. Geburtstag Vico von Bülow, Loriot. Das Komische ist man selber. Man richtet sich auf sich selbst aus. Wer glaubt, Humor bestehe darin, sich über andere lustig zu machen, hat den Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man vor allem sich selbst zur Disposition stellen. Zitat Loriot. Kein anderer Humorist hat so viele Spuren in der deutschen Sprache hinterlassen, hat so viele Generationen zum Lachen gebracht wie Loriot. Das liegt nicht allein an seinem unvergleichlichen Witz, mit dem er die zwischenmenschliche Kommunikation so auf die Spitze treibt, dass sie in ihrer ganzen Absurdität entlarvt wird. Loriot war auch unglaublich vielseitig und hielt seinen Mitmenschen zunächst als Karikaturist, später aber auch als Schauspieler, Schriftsteller, Opern- und Filmregisseur den Spiegel vor. Loriot, eigentlich Vico von Bülow, wurde am 12. November 1923 in Brandenburg geboren. Nach dem Studium der Malerei und Grafik an der Hamburger Landeskunstschule machten ihn seine humoristischen Arbeiten in Stern, Weltbild und Quick bald bekannt. 1954 erschien dann mit Auf den Hund gekommen das erste von unzähligen Büchern mit Karikaturen und Texten im Diogens Verlag. Gestaltung der Postwertzeichen und der Ersttagstempel Professorin Annette Lefort und Professor André Heers aus Berlin. Foto Vico von Bülow, Ulsteinbild Wolfgang Kunz. Motive Loriot, Loriot, Lizenz durch Studio Loriot, 82541 Münsing. Text von Margaux de Weck, Diogens Verlag AG Zürich aus der Schweiz. Sonderpostwertzeichenserie Superhelden Captain Marvel. Captain Marvel alias Marvel erschien erstmals in Marvel Super Heroes Ausgabe 12 aus dem Jahr 1967. Kreiert von Autor Stan Lee und Illustrator Gene Colan. Bevor Carol Danvers 10 Jahre später in seine Fußstapfen trat und mit Mrs. Marvel Nummer 1 eine eigene Comicreihe erhielt. Die ehemalige Pilotin und Geheimdienstagentin verfolgte ihren Traum von der Weltraumforschung als NASA-Mitarbeiterin, bis sie versehentlich in eine menschlich kreischende Hybridgestalt verwandelt und zu einer der mächtigsten Heldinnen der Welt wurde.
Nun ziert Captain Marvel als viertes Motiv die Sonderpostwertzeichen-Serie Superhelden. Die gefährlichsten ihrer Gegner stammen von den Kree, einer militaristischen, technologisch weit fortgeschrittenen Spezies. Der Captain Marvel mit übermenschlicher Stärke, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit entgegentritt. Außerdem kann sie jede Form von Strahlung erzeugen sowie kontrollieren und besitzt die Fähigkeit, im Weltraum ohne Schutzanzug zu überleben und zu reisen. Freunde findet Captain Marvel unter anderem innerhalb des Superhelden-Teams der Avengers. Gestaltung des Postwertzeichen und des Erstwerkstempels Jan-Niklas Kröger aus Bonn. Bildrechte von Marvel. Text von Darling Kindersley. Mit dem Satz "Euch ist heute der Heiland geboren" kommt die dreiteilige Weihnachtsbotschaft des Engels nach Lukas zu ihrem Ziel. Und der Engel sprach zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Ein Kind in einer Krippe geboren, in einem Futtertrog, dort lässt sich der Heiland finden. Dort in Bethlehem, in einfachsten Verhältnissen, hat die frohe Botschaft des Engels ihren Ausgang." Mit Ausgabe der Weihnachtsbriefmarke 2023 wird der Zyklus von drei Sonderpostwertzeichen zum Thema "Die Botschaft des Engels" abgeschlossen. Gestaltung des Postwertzeichens und Ersttagsstempel von Next aus Düsseldorf. Text von Joachim Ochel, Evangelische Kirche in Deutschland. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!